Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch ja letztes Mal schon gesagt, dass ich gerne meine Augenbrauenroutine für euch abdrehen würde und deswegen mache ich das jetzt einfach. Ich habe mir überlegt, ich zeige euch erst so kurz, wie ich meine Augenbrauen zupfe, schneide, in Form bringe, wie auch immer. Und anschließend alle meine Lieblingsprodukte und werde euch dann so eine Technik, die ich gerne mache, einfach mal zeigen. Nicht wundern, wenn die eine Backe vielleicht jetzt noch so ein bisschen dicker ist und ich ein bisschen komisch spreche, aber ich habe erst die Weisheitszähne rausbekommen. Deswegen, ja, einfach nicht wundern. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach gleich mal an. Okay, also ich fange gerne damit an, dass ich mir die Haare, die über der Augenbraue so wachsen, die aber jetzt nicht unbedingt eine Farbe haben, dass ich mir die mit so einem kleinen Augenbrauenrasierer wegrasiere sozusagen. Die gibt es zum Beispiel bei DM von Ebelin. Und damit der schön gleitet, dieser kleine Augenbrauenrasierer, nehme ich mir gerne irgendein Öl her. Also ich habe jetzt da einfach ein pures Arganöl. Das habe ich mal aus der Türkei mitgebracht bekommen. Und das gebe ich mir jetzt halt einfach so, ja, an die Stelle, wo ich das halt dann wegrasieren möchte. Und dann mache ich das einfach so, dass ich mir alle Augenbrauen nach oben kämme. Mit so einem kleinen Bürstchen. Und die, die dann halt nicht reinpassen sozusagen, die zupfe ich mir einfach weg. Als kleiner Tipp, wenn ihr da nicht so geübt seid im Augenbrauenzupfen, dann würde ich euch halt raten, dass ihr vielleicht einmal zu einem Profi geht, sei es an eine Benefit Brow Bar oder zu einem Friseur, wem ihr halt vertraut, und euch das halt einmal schön machen lasst. Und wenn ihr dann damit zufrieden seid, immer halt gleich schauen, wenn irgendein Härchen falsch wächst und einfach nur das wegzupft und selbst die Form gar nicht so drin mehr zupfen müsst. Auch noch was, damit es nicht so weh tut, zieht euch am besten die Haut irgendwie straff oder so, schön straff und zupft es dann. Ich kann es jetzt nur leider nicht machen, weil ich an einer Hand den Spiegel irgendwie auch noch halten muss. Ich habe hier so ein bisschen eine schwierige Stelle, weil ich hier so ein kleines Hörnchen habe. Wie ihr seht. Und ich versuche immer diese Härchen, die unter diesen gerade wachsenden Haaren liegen, einfach wegzuzupfen, weil die halt dafür sorgen, dass das Haar so hoch steht. Jetzt könnt ihr es auch nochmal alles so runterbürsten. Und nochmal schauen, wie das da aussieht, ob da irgendwelche Haare weg müssen. Aber grundsätzlich immer nur von unten die Haare wegzupfen, nicht von oben. Wenn sich dazu aber irgendeins verirrt hat, könnt ihr das natürlich machen. Von vorne nehme ich gar nicht so viel weg, auch weil ich halt, wie gesagt, gar nicht so viele und so dunkle Haare habe. Was ich dann auch noch gern mache, mir die Augenbrauen nochmal alle nach oben kämmen und dann abschneiden, was arg absteht eben, ist bei mir nicht die Welt, weil ich halt einfach nicht viel oder lange oder dichte, dunkle Augenbrauen habe. Aber das könnt ihr auf jeden Fall machen. Schneidet es immer in diese Richtung, nicht so rum, weil sonst könnte es euch zu kurz werden. Was ich aber immer mache, ich habe ja hier dieses komische Teufelshörnchen, ich schneide mir das so ein bisschen kürzer. Jetzt liegt es schon ein bisschen schöner. Ja, und wenn ich dann beide gezupft und geformt habe, dann sieht es halt ungefähr so aus. Ja, noch nicht so spektakulär, deswegen zeige ich euch jetzt gleich, wie ich meine Augenbrauen am liebsten schminke. Okay, meine allerliebsten Produkte, die ich so für die Augenbrauen benutze, ist zum einen, glaube ich, das benutze ich eigentlich am häufigsten. Viele sagen immer, ach, mit dem bekomme ich irgendwie keine natürliche Form hin oder so. Aber ich finde, auch mit dem kriegt man eine mega gute natürliche Form hin. Und zwar ist das von Anastasia Beverly Hills die Dip Brow Pomade. Ich habe die in der Farbe Taupe. Mag ich am allerliebsten, weil es einen sehr aschigen Ton einfach hat. Und ich habe halt auch so einen dunklen Haaransatz und der ist auch eher so aschblond. Deswegen passt es halt mega gut.
Und ja, die habe ich auch schon ziemlich gut aufgebraucht, wie ihr seht. Das Ding mit dieser Pomade ist so ein bisschen, wenn ihr die am Anfang benutzt, ist die noch toll und dann wird es irgendwann so ein bisschen komisch, nicht mehr ganz cremig, bisschen eingetrocknet. Ich mache das dann immer so, ich nehme mit dem Pinsel ein bisschen Produkt raus, gebe es in den Deckel und wärme das mit dem Pinsel dann einfach so auf, indem ich es halt so wieder neu vermische, damit sich alles wieder gut vermischt. Und dann ist die wieder super cremig, man kann die wieder super auftragen, finde ich, ist überhaupt kein Problem. Und ja, eins meiner allerliebsten Produkte gibt es jetzt auch bei Douglas. Ich würde euch aber raten, das bei Beauty Bay beispielsweise zu bestellen, weil es da viel günstiger ist und ihr müsst da auch keinen Zoll bezahlen. Und ich glaube auch ab 25 Euro keine Versandkosten. Falls ihr eine günstige Alternative zu der Dipbrow sucht und nicht so viel Geld fürs Augenbrauenprodukt ausgeben wollt, dann kann ich euch noch empfehlen von P2, das ist neu. So eine Augenbrauenpomade. Ich finde die Farbe nicht so dolle, aber wenn man nicht so viel Geld ausgeben will, ist es wirklich eine super Alternative. Hier ist auch ein kleines Pinselchen mit dabei. Das kann man oben so rausziehen. Gleiches Prinzip wie diese Cupbrow von Benefit. Augenbrauenstifte habe ich so zwei verschiedene Arten, die ich sehr gern mag. Zum einen ist das, was ich jetzt in letzter Zeit super oft benutzt habe, wenn es auch schnell gehen musste. Von Benefit, diesen Goof-Proof Brow Pencil. Ist auch nicht ganz billig, vor allem für einen Augenbrauenstift, den man halt wirklich oft benutzt. Die Farbe 2. Und der hat so eine ganz andere Spitze mal. Oder eine ganz andere Form. Sehr ähnlich dem Brow Definer von Anastasia Beverly Hills, falls ihr den kennt. Nicht wundern, der ist nicht super cremig. Also das ist kein Produkt, was ihr super cremig auf die Augenbraue auftragt. Dadurch, dass der aber relativ fest ist, in Anführungszeichen, hält er auch super gut und kann ich wirklich nur empfehlen. Ist seinen Preis auf jeden Fall auch wert. Wenn ihr lieber dünne Augenbrauenstifte mögt und auch gern mit so einem Augenbrauenstift so ein bisschen Härchen vorne in die Augenbrauen einzeichnet, dann kann ich euch auf jeden Fall den Brow Wiz von Anastasia Beverly Hills empfehlen. Der ist bei mir gerade leer gegangen. Das ist die Farbe Taupe. Und den bekommt ihr auch über Beauty Bay oder Douglas. Wenn ihr da auch eine günstige Alternative sucht, dann kann ich euch zum einen diesen NYX Micro Brow Pencil empfehlen. Die haben auch super schöne Farbauswahl wieder. Das ist jetzt die Farbe Blond, glaube ich auch. Dann gehe ich gerne blond vorne rein und taub hinten. Und sieht dann auch wirklich schön und echt natürlich aus. Es gibt jetzt auch bei Catrice so einen dünnen Augenbrauenstift, den werde ich bald für euch testen, weiß ich jetzt aber noch nicht, wie der ist. Dann gibt es sowas, glaube ich, auch neu von Maybelline. Also guckt auf jeden Fall mal in der Drogerie. Also in dieser Form findet man die da jetzt auch. Und dann könnt ihr euch vielleicht ein bisschen Geld sparen. Was ich super, super gern benutze, wenn ich halt auch einfach nicht so viel Zeit habe, wenn ich weiß, okay, es muss jetzt schnell gehen, dann habe ich einen absoluten Favoriten und das habe ich schon ewig und ich liebe das. Und zwar ist das von BH Cosmetics, das Flawless Brow Trio. Das habe ich mir eigentlich gekauft, weil ich damals unbedingt so eine Brow Pomade haben wollte. Und da gab es irgendwie nur diese von Anastasia Beverly Hills. Und in der Drogerie gab es halt irgendwie noch gar nichts so in der Richtung. Und dann habe ich mir das hier gekauft. Nicht wundern, super eklig. Ja, weil da halt auch so ein Cremeprodukt mit drin ist. Das finde ich jetzt nicht so dolle. Aber es sind eben auch zwei Puderprodukte in dieser kleinen Palette enthalten. Wirklich cool, was ich an solchen Produkten halt auch nicht mag. Wenn ihr jetzt dieses Cremeprodukt benutzen wolltet, dann ja, es ist halt so, dass ihr immer, wenn ihr dieses Puderprodukt benutzt und so ein bisschen Puder da reingeht, dann geht dieses Cremeprodukt halt einfach kaputt. Also ich bin kein Fan von Paletten, wo Creme und Puderprodukte gemischt sind. Aber ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist auch echt nicht teuer. Und wenn ihr nach einem guten Augenbrauenpuder sucht, dann schaut auf jeden Fall mal bei denen auf der Internetseite vorbei. Kann euch auch nochmal hinschreiben, was das jetzt kosten würde. Und da ist auch ein kleines Pinselchen mit dabei, so ein zweiseitiges, das ich dann auch gerne mal dazu benutze. Und mit dem Puder geht es halt am schnellsten und eigentlich sogar auch am natürlichsten. Was ich halt auch eigentlich dann immer benutze, vor allem wenn ich jetzt einfach nur so ein Puder oder so benutze, ja eigentlich immer, ein Augenbrauengel, das die Haare halt einfach dahin da hält, wo sie halten sollen. So habe ich das mal von einer LE bei P2 gekauft. Das ist ein Augenbrauengel, das war eigentlich durchsichtig, nicht unten, das ist jetzt schon ganz schön eklig. Ja, ist halt einfach auch ein Augenbrauengel.
mit so einem kleinen Bürstchen. Da kann man dann am Ende die Augenbrauen halt nochmal so schön nach oben kämmen. Ich mag diesen buschigen Look auch ganz gern. Und dann halten die halt fest. Ein kleiner Tipp, wenn ihr nicht so viel Geld für sowas ausgeben wollt, ist Seife. Ihr nehmt euch einfach so einen kleinen Spoolie, sowas wie halt auch hinten an diesen Augenbrauenstiften dran ist. Macht es ein bisschen nass, geht über eine Seife, am besten eine durchsichtige, kratzt so ein bisschen davon ab und geht damit so ganz leicht, nicht an die Haut drücken, über die Augenbrauen und kämmt die in Form und halten die auch bombenfest. Nur so als kleinen Tipp, falls ihr auch gerade so nichts zu Hause habt, Seife auch eine Alternative dazu. Was ich auch immer mache, jetzt außer den richtigen Augenbrauenprodukten, ist, dass ich am Ende nochmal zumindest unten drunter mit einem Concealer oder ähnlichem einfach das Ganze halt noch so ein bisschen definierter zu machen. Und da nehme ich immer diesen Catrice Camouflage, diese Catrice Camouflage Cream. Die habe ich mir schon so oft nachgekauft. Steht drauf, das ist die Farbe Ivory. Jetzt gibt es die, glaube ich, auch in anderen Farben. Auch in so einem Peach-Ton werde ich auch bald für euch testen. Ja, und da benutze ich immer, eigentlich wirklich immer, den Pinsel von Real Techniques. Den habe ich aus so einem Set. Es ist so ein kleiner, abgeschrägter Pinsel. Ja, auf beiden Seiten angeschrägter Pinsel. Und mit dem kann man halt super definierte Linien dann unter die Augenbraue beispielsweise ziehen. Ja. Wenn ich die Dipbrow benutze, habe ich zwei Lieblingspinsel. Zum einen ist das der von Anastasia Beverly Hills, die Nummer 15. Der sieht ein wenig aus wie so ein Eyeliner-Pinsel und deshalb ist eine gute Alternative dazu auch von Sueva der Winged Liner Brush. Sehr ähnlich. Ich halte euch die mal nebeneinander. Es haben mich auch schon Leute gefragt, welchen findest du denn besser? Lohnt sich das, diesen von Anastasia Beverly Hills zu kaufen? Es ist ein kleiner Unterschied, wenn ihr so von oben mal guckt, ist der, sieht das so ein bisschen ordentlicher abgeschrägt aus. Was man aber sagen kann im Auftrag, macht sich das jetzt nicht so krass bemerkbar. Auch wenn ich die mal von der Seite aus nochmal zeige, ob da einer viel feiner ist als der andere. Würde ich jetzt sagen, wenn ihr den einen habt, müsst ihr euch den anderen nicht unbedingt kaufen. Es gibt auch, glaube ich, bei Essence so einen ähnlichen, könnt ihr auch mal schauen. Ich werde heute mal zeigen, wie ich die Dipbrow auftrage. Und ja, fangen wir doch einfach gleich mal an. Meine Augenbrauen sind jetzt nämlich natürlich die ganze Zeit noch unausgemalt gewesen. Deswegen sehe ich noch so ein bisschen komisch aus, so Full Face und keine Augenbrauen. Ich nehme meinen Pinsel und gehe so ein bisschen hier rein und nehme Produkt auf. Und was ich auch immer mache, die Dipbrow nie offen stehen lassen, wenn ich meine Augenbrauen anmale, sondern immer falsch rum auf den Tisch drauflegen, dass keine Luft drankommt. Ist auch so ein Tipp, wenn ihr die immer während ihr die Augenbrauen macht, und ihr macht das meinetwegen 10 Minuten lang offen dastehen habt, dann ist das halt einfach kein Wunder, ob die austrocknen. Dann nehme ich diesen Pinsel mit dem Produkt und ja, versuche dann das Produkt wieder zu mischen und dann könnt ihr den, damit ist der Pinsel auch ultra scharf, wenn ihr das immer so nach links und rechts ausstreicht. Ja, jetzt zoome ich euch erstmal ein wenig ran. Ich fange immer vorne an und was ich dann mache, ich ziehe mir keine Linie nach unten, weil dann wird es gleich unnatürlich, sondern ich schaue, okay, wo möchte ich ungefähr, dass die Haare anfangen und zeichne mir die Haare nur ein. Ich werde keine extreme Linie hier unten ziehen. Ich nehme den Pinsel dann auch immer so, dass der hier so rum, nehme ich den, und gehe damit immer so nach oben mit dieser Spitze. Und hier hinten gehe ich dann aber gerade hinter mit dem Restprodukt, da zeichne ich keine Härchen. Wenn ihr euch fragt, wo eure Augenbrauen enden sollten, dann kann man sich hier so eine kleine Hilfslinie entweder malen oder denken. Und zwar geht ihr von der Nase hier zu eurem äußeren Augenwinkel und da, wo jetzt der Pinsel aufhört, sozusagen hier sollte die Augenbraue ungefähr enden. Und von oben her male ich mir auch Härchen, aber nicht wie hier nach oben, sondern hier nach unten. Immer in die Richtung, in der meine Haare auch wachsen. Und was ich dann auch gern mache, dass ich zwischendrin einfach die Haare mal wieder ein bisschen ausbürste.
Und dann kämme ich die Haare alles so nach unten. Und male mir nur hier hinten eine schärfere Kante. Und wenn ich dann aber das Gefühl habe, hier hinten sieht es so ein bisschen komisch aus, weil es oben natürlich heller ist als unten, dann nehme ich mir gern nochmal das Puder von BL Cosmetics und nehme mir da die dunkle Farbe. Wenn ihr das dann habt, dann nehme ich mir eben dieses Augenbrauengel und kämme die Härchen noch so ein bisschen nach oben. Zumindest hier vorne kämme ich sie so nach oben. Und da hinten schaue ich halt einfach, dass sie gut anliegen und nicht so aus der Form stehen. Also jetzt mal zum Unterschied, das ist halt meine Augenbraue so. Und das jetzt so angemalt und jetzt mache ich das noch mit dem Concealer unten drunter, zeige ich euch jetzt auch sofort. Den habe ich mir jetzt hier auf diesen Pinsel gegeben und den damit schön ja flach gemacht sozusagen, dass ihr schön präzise zeichnen kann. So blende ich dann einfach mit meinen Fingern. Und das war es dann auch schon. Das ist halt, was ich präferiere. Das ist zwar definiert, aber trotzdem irgendwie natürlich. Ja. Ja, das war es auch schon. So sieht es dann fertig aus. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, dann würde es mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn euch gefällt, was ich so mache, dann würde es mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Was ich noch cool fände, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was denn eure liebsten Augenbrauenprodukte sind. Vielleicht kann ich mich so ein bisschen auch inspirieren lassen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!